Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer auf den Tribünen. Menschenhandel und Ausbeutung, das gibt es nicht nur in der sogenannten Dritten Welt. Leider gibt es auch in Deutschland zu viele Menschen, die ausgebeutet werden, im schlimmsten Fall sogar zur Prostitution gezwungen werden. Und das ist nicht hinnehmbar. Und deshalb ist das Gesetz, das wir heute hier beschließen, ein wichtiges Gesetz. Wir müssen die Opfer von Zwangsprostitution und Zwangsarbeit besser schützen, liebe Kolleginnen und Kollegen. In der Vergangenheit ist die Bestrafung der Täter allzu oft daran gescheitert, dass das Opfer aus Angst vor Repressalien oder der Rache des Täters nicht bereit war, gegen den Täter auszusagen. Denn der Tatbestand des Menschenhandels ist im heute noch geltenden Recht so formuliert, dass der Menschenhändler entscheidenden Einfluss auf den Willen des Opfers genommen haben muss, dass das Opfer sich zur Prostitutionsaufnahme entschließt. Diesen Einfluss auf den Willen des Opfers ohne die Aussage des Opfers nachzuweisen. Das war in vielen Strafprozessen das Kernproblem und machte eine Verurteilung oft unmöglich. Und durch eine geänderte Formulierung des Tatbestandes wollen wir nun ermöglichen, dass sich der Tatrichter zukünftig auch auf andere Beweismittel stützen kann. Wenn durch Zeugenaussagen nachgewiesen ist, dass der objektive Tatbestand erfüllt ist, etwa dass die Tathandlung begangen wurde, das Anwerben einer Jugendlichen, die bei der Prostitution ausgebeutet werden soll, dann kann eine Verurteilung erfolgen, ohne dass der heute nötige Nachweis erbracht werden muss, dass gerade der Täter den Willensentschluss des Opfers hervorgerufen hat. Das ist eine wichtige Verbesserung im heutigen Recht. Der SPD war auch wichtig, dass die brutalen Straftaten des Menschenhandels und der Zwangsprostitution angemessen bestraft werden können. Auf unseren Vorschlag hin haben wir deshalb das Strafmaß im Grundtatbestand von 3 auf 6 Monaten erhöht. Und, Kollege Bartke hat schon darauf hingewiesen, uns war es wichtig, dass auch die sogenannten Loverboy-Fälle zweifelsfrei erfasst werden. Und deswegen haben wir in der recht ausführlichen Begründung ergänzt, dass diese Masche der Zuhälter, bei dem die Zuhälter den Frauen die große Liebe vorspielen, sie aus ihrem sozialen Umfeld, aus ihren familiären Bindungen lösen und dadurch eine Art psychischer Abhängigkeit schaffen, dass diese Masche zukünftig als List im Sinne des Gesetzes zu verstehen ist. Und damit haben wir genau diese perfide Masche als strafbar geregelt, liebe Kolleginnen und Kollegen. Auch bei uns in Deutschland gibt es Menschen, die in sklavenähnlichen Zuständen arbeiten. Da können wir nicht zuschauen, und es ist uns wichtig, dass wir Straftatbestände schaffen, wonach sich Täter strafbar machen, die in solchen Fällen die Arbeitskraft anderer Menschen ausbeuten. Wer insbesondere Jugendliche anwirbt oder nach Deutschland befördert und die Jugendlichen hier dann dadurch ausbeutet, dass die Jugendlichen Straftaten begehen müssen oder zum Betteln geschickt werden, anstatt in die Schule zu gehen, dann sind das nicht hinnehmbare Zustände, und wir wollen auch diese Täter bestrafen. Eine wichtige Regelung ist auch, dass zukünftig die Freier sich strafbar machen, wenn sie die Dienste einer Zwangsprostituierten in Anspruch nehmen. Dabei war uns als SPD besonders wichtig, dass wir die Kriterien, wann von der Erkennbarkeit der Zwangsprostitution auszugehen ist, dass wir diese Kriterien klar in der Begründung formulieren. Denn wir wollen nicht, dass sich Freier einfach herausreden könnten mit der Begründung, sie hätten die Zwangsprostitution nicht erkennen können. Wenn ein Freier sieht, dass eine Frau eingeschüchtert ist, dass sie weint, dass sie kaum Deutsch spricht, dass der Zuhälter die Verhandlungen über Geld und Dienste führt oder wenn die Frau gar Verletzungen aufweist, dann ist erkennbar für den Freier, dass sich die Frau nicht freiwillig prostituiert, sondern dass sie gezwungen wird. Und weil wir Zwangsprostitution verhindern wollen, weil das ein massiver und für die Opfer oft lebenslang traumatisierender Eingriff ist, deswegen müssen wir diese Regelung heute hier so beschließen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich habe euch schon heute Morgen bei der Diskussion zum Sexualstrafrecht gesagt, wir sollten uns auch eine Prüfung vornehmen, die Strafprozessordnung zu ändern, ob es nicht gerade in derartigen Fällen Sinn macht, dass schon die erste polizeiliche Vernehmung des Opfers auf Video aufzuzeichnen ist. Denn dann können wir dieses Video im Prozess einführen, wenn die Zwangsprostituierte eben nicht mehr bereit ist, aus Angst vor dem Zuhälter Aussagen zu machen. Also ich glaube, das ist eine wichtige Ergänzung der Strafprozessordnung, die wir uns vornehmen sollten. Zu der Kritik
Wir würden hier nichts für die Opfer tun im Hinblick auf die Aufenthaltserlaubnis. Da gestatte ich mir den Hinweis auf § 25 Absatz 4a des Aufenthaltsgesetzes. Das haben wir vor etwa einem Jahr neu geregelt, um genau Ihrem Anliegen nachzukommen. Wenn eine Zwangsprostituierte aussagt im Strafprozess, dann kann sie in Deutschland bleiben. Sie bekommt ein Aufenthaltsrecht und das nicht nur während des Prozesses, sondern es gibt auch die Möglichkeit, darüber hinaus ein Aufenthaltsrecht zu bekommen. Also Ihr berechtigtes Anliegen, Frau Kollegin Jelke, haben wir berücksichtigt schon seit einem Jahr. Ich komme zum Schluss. Wenn in Deutschland nach Schätzungen Zehntausende Zwangsprostituierte oder Menschen in sklavenähnlichen Zuständen ausgebeutet werden, dann können wir nicht weiter zuschauen. Dann müssen wir so ein Gesetz machen, dass es eben nicht nur für Verurteilungen auf die Opferaussagen ankommt. Und deshalb stimmen wir diesem Gesetz zu. Wir sind es den Opfern schuldig, liebe Kolleginnen und Kollegen. Vielen Dank. Nächste Rednerin ist die Kollegin Katrin Rösel, CDU-CSU-Fraktion.